Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Da der Weihnachtsstern oft häufig schnell eingeht, nachdem man ihn gekauft hat, möchte ich euch hier in dem Video ganz schnell mal ein paar Pflegehinweise nennen. Quick und dirty sozusagen. Wenn euch das gefällt, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da und abonniert auch gern meinen YouTube-Kanal. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ein paar neue Zuschauer dazukommen. Ich bin auch auf eure Unterstützung wirklich angewiesen und freue mich über jeden, der neu dazukommt. Bevor ich jetzt aber weiterrede, legen wir gleich los und ich gebe euch jetzt wirklich auf die Schnelle die richtigen Pflegetipps. So, es geht gleich los. Ich möchte hier gar nicht lange rumeiern. Wir fangen an mit dem Standort. Der sollte hell und warm sein. Ab Herbst, Winter und auch im Frühjahr kann es gern Südfenster sein. Im Sommer am besten nicht, weil da kriegt er sonst zu viel Sonne oder verbrennt. Zugluft mag der Weihnachtsstern nicht. Er mag es aber auch nicht, wenn er direkt über einem Heizkörper steht. Ihr seht also schon, es ist relativ schwierig, da einen richtigen Platz zu finden. Aber im Winter braucht er wirklich reichlich Licht, sonst geht er wegen Lichtmangel ein. Man kann sich auch überlegen, das Ganze mit einer Pflanzenlichtlampe zu machen. Da kann ich euch unten in der Videobeschreibung mal eine verlinken. Und jetzt geht es auch gleich ohne Pause zum nächsten Punkt. Das ist nämlich das Gießen. Hier werden die häufigsten Fehler übrigens gemacht. Der Weihnachtsstern wird zu viel gegossen. Häufig schon im Handel, wenn ihr ihn kauft, dann steht er meistens schon relativ nass. Und das ist einfach schon falsch. Die Pflanzen am besten nicht mit nach Hause nehmen und stehen lassen. Wenn die Pflanzen nämlich wie meine hier schon so hellgrüne Blätter haben oder gelbe Blätter haben, dann wisst ihr, die sind geschädigt und werden wahrscheinlich bis zu Weihnachten nicht halten. Also dann die Finger davon lassen und am besten nur Weihnachtssterne kaufen, die auch keinen Glitzer haben wie meine, sondern einfach die richtige, ja, rote schöne Blätter haben und auch kräftige grüne Blätter und nicht richtig nass sind. Dann habt ihr eine gesunde Pflanze. Kurzer Tipp am Rand einfach. Wie gieße ich jetzt den Weihnachtsstern richtig? Er verträgt Trockenheit besser als Nässe. Gießt ihn also dann nur, wenn wirklich hier die obere Erdschicht schon richtig schön ausgetrocknet ist. Und dann gießt auch am besten mit Wasser, was Zimmertemperatur hat. Nehmt kein kaltes Wasser. Am besten Regenwasser nehmen, was Zimmertemperatur hat. Der nächste Punkt gleich, düngen. Im Winter am besten alle 2 bis 3 Wochen mit einem kaliumreichen Dünger. Und im Sommer könnt ihr dann auch wöchentlich düngen. Am besten mit einem Volldünger. Und im Frühjahr ist es vielleicht auch nicht verkehrt, wenn man den Weihnachtsstern einfach in neue Erde eintopft. Im Sommer oder nach Ende Mai, wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind, könnt ihr den Weihnachtsstern auch gern rausstellen, dann aber auch nicht in die direkte Sonne. Gewöhnt ihn erstmal so ein bisschen an draußen und dann könnt ihr ihn auch etwas heller stellen. Wer möchte, dass der Weihnachtsstern dann pünktlich zu Weihnachten wieder dunkle Blätter bekommt, muss ab Ende Oktober die Pflanze etwas dunkler stellen oder halt mit einem großen Karton immer mal für mehrere Stunden am Tag abdecken. Der Weihnachtsstern sollte dann auf jeden Fall viel weniger als 12 Stunden Licht haben, so ja, 6 bis 8 Stunden sollten ausreichen und dann könnt ihr sehen, dass sich die grünen Blätter dann rot einfärben. Das waren die Pflegehinweise quick und dirty zum Weihnachtsstern. Wenn euch das gefallen hat, das Format, dann schreibt es auch gerne mal unten in die Kommentare rein. Dann kann ich das für viele andere Pflanzen auch gerne nochmal so machen. Und lasst dann auch auf jeden Fall den Daumen nach oben da und abonniert auch gerne hier meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist auch, wie gesagt, kostenlos und wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!